Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video. Und heute haben wir ein Fight Club Battle am Start, zusammen mit dem Marco FIFAnatic. Hi, David, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's perfekt. Danke, dass ich dabei sein darf. Es freut mich, dass ich dabei sein darf. Und ich glaube, das wird heute wieder eine weitere spannende Folge, denn wenn ich dabei bin, wird's eigentlich immer spannend. Alles klar, ja, das hoffen wir doch. Auf jeden Fall haben wir natürlich bei Marco auch eine Folge aufgenommen, auch eine Folge Fight Club Battle, falls ihr die Serie noch nicht kennt. Ja, zieht es euch einfach heute mal rein. Wir werden es nicht großartig erklären, wir starten einfach direkt mal rein. Und zwar haben wir den Gale als Special Card hier heute uns ausgesucht, als Spieler, um dem sich das ganze Battle dreht. Und im Tor haben wir eine Karte, die darf auch nicht verändert werden. Das heißt, Gale und der Torwart, die bleiben stehen. Und dann machen wir so kleine Minispiele, jeweils immer um drei Spieler. Und dann würde ich sagen, sagst du mir bitte mal direkt die ersten drei Spieler, die ich auf meine Auswechselbank packen muss. Du, David, ich mach's eigentlich ganz schnell. Du nimmst jetzt deinen linken Flügel. Jo. Du nimmst deinen rechten Flügel. Jo. Und du nimmst deinen mittleren Innenverteidiger. Den nehme ich sehr, sehr gerne. Okay, und dann, ja, dann würde ich sagen, hältst du direkt mal den Zettel rein. Bei ihm steht jetzt Gold, Silber und Bronze drauf. Ne, behalten Bronze und ja, Silber Gold eben. Gold behalten ist das Gleiche. Genau, und ich kann ich schon sagen, beim ersten Nein, Spieler. Nein, du kannst gleich sagen, gib mir eine Sekunde. So, warte, jetzt kannst du sagen. Okay, für den LF hätte ich gerne bitte die Nummer 1. Du darfst ihn behalten. Jawoll. So, da hast du schon mal Glück gehabt. Aber ich glaube, beim nächsten wirst du weniger Glück haben. Warte, du kannst es gleich sagen. Gut. Dann nehme ich den Innenverteidiger und da nehme ich bitte die 1. Große, Glückwunsch. Scheiße, ich dachte, du nimmst wieder einfach auf 1 behalten. Okay, da muss ich jetzt einen Buy First Guy machen. Das mache ich jetzt natürlich direkt. Und es wird Petrovic aus der Bundesliga. Optimal, passt überhaupt nicht ins Team. Und dann kommen wir zum letzten Spieler. Und das ist der RF. Und kann ich meine Zahl schon sagen? Jetzt. Da hätte ich jetzt ganz gerne mal die Nummer 1. Behalten. Jawohl, jawohl. Das ist auch eine Premiere, dass man 2 von 3 behalten darf. Oh, das ist so wichtig, das ist so wichtig. Ja. Und ja, dann wähle ich direkt die Spieler bei dir aus. Und zwar hätte ich gerne den RF ebenfalls. Okay, kein Problem. Dann den linken Innenverteidiger. Sekunde, ja. Und den ZM, den linken. Mhm, kein Problem. Gut. Okay, dann halte ich direkt hier mal das erste Schild hier rein und du kannst schon sagen. Gut, für meinen RF hätte ich gerne die 2. Bronze. Nice. Es ist tatsächlich Nabut. Australier, geil. Okay, egal. Okay. Lass dich weitermachen mit meinem linken Innenverteidiger, bitte. Jo, kannst du schon. Die 3. Es ist behalten. Ich wusste, dass du 3 sagst. Ich habe trotzdem den Zettel genommen. Irgendwie immer behalten, ne? Ja, das ist irgendwie echt so. Kommen wir zum linken ZM. Da nehme ich jetzt diesen Zettel hier. Okay, du kannst schon sagen. Okay, alles klar, die 3. Silber. Ist in Ordnung. Komplett durchgemischt bei dir auf jeden Fall. Okay. Und dann kommen wir direkt, würde ich sagen, einfach auch direkt zum zweiten Teil, oder? Ganz sicher. Genau, und hierbei ja, geht es um so ein kleines Battleship-Wager, was wir jetzt machen. Und zwar hätte ich bei dir ganz gerne erstmal den Stürmer. Kein Problem. Dazu den rechten Innenverteidiger. Natürlich. Und den Rechtsmittelfeldspieler. Natürlich. Gut, dann tue ich die mal kurz durchmischen. Und einen Bronzespieler dazu packen, nicht vergessen. Ja, klar, schau ich mal, wenn ich für einen habe. Ich nehme wieder so eine schöne Karte. Ja. Okay, gut. Okay, bist du ready? Ja. Gut, dann hätte ich gerne als rechten Innenverteidiger die 3. Ja, da bleibt er. Es war so klar. Es war so klar. Okay, als rechten Mittelfeldspieler bitte die 4. Okay, das ist ein Bronzespieler. Ah, sehr gut. Und als Stürmer hätte ich gerne die 2. Nocker, mein Rechtsmittelfeld. Aber okay, es hätte schlimmer kommen können. Okay, es hätte jetzt der Stürmer werden können? Ja. Okay, na dann ist es ganz gut für mich. Ja. Aber es ist okay, gut, ja. Ich hätte gerne, warte, ich tue mal kurz ausstreichen, wen ich von dir jetzt schon alles, ich sag mal, entfernt habe. Deinen Stürmer darf ich nicht benutzen, deinen Torwart darf ich nicht benutzen, deinen linken Innenverteidiger darf ich nicht benutzen, deine beiden Flügel darf ich nicht benutzen. Jo. Dann. Den mittleren Innenverteidiger darfst du nicht benutzen. Ups. Okay. Nee, warte mal. Nein, den linken, doch, den mittleren. Okay. Ich hätte gerne. Deinen linken Innenverteidiger. Jo. Deinen
linken ZM. Jo. Und dein RM. Jo. Okay, dann packe ich jetzt direkt eine Karte dazu. Ich nehme jetzt einfach mal diese Position hier. Ich sehe das gerade. Ich mache mir in der Zeit ein Lifestyle-Getränk auf. Alles klar, perfekt. Ich nehme hier diesen Amerikaner 81 Tempo. Läuft auf jeden Fall bei dem. So, jetzt mische ich noch ein bisschen durch. Und dann kann der Marco auch direkt schon seine Zahlen sagen. Gut, dann hätte ich gern, dass du jetzt die 3 in die linke Innenverteidigung stellst. Die 3? Ja. Ist in Ordnung, okay. Als RM nimmst du die 4. Ja. Als linke ZM kommt die 2. Ja, okay, gut. Gut. Passt. Der ZM bleibt bei mir über, der hat nämlich Gale die Chemie gebracht, aber gut, du hast mein Team gerade absolut zerstört und dann fahren wir jetzt auch schon fort zum letzten Schritt vom Fight Club Battle und zwar, ja, nehmen wir jetzt die restlichen Spieler erstmal raus, würde ich sagen. Ja. Bei dir ist es der mittlere Innenverteidiger, der Linksmittelfeldspieler und der linke Flügel. Ja. Und bei mir ist es der rechte Innenverteidiger, der rechte Innenverteidiger, der linke Mittelfeldspieler und der rechte ZM. Gut, dann machen wir jetzt ein Buy for Sky. Wir machen alles. Genau, wir stellen alles ein und machen ein ganz normales Buy for Sky. Ich fange an mit dem linken Flügel und es ist ein Silber. Ist eigentlich okay. Ich starte mit dem linken Mittelfeldspieler. Suche und komm bitte Gold, bitte Gold. Ja, oh, das ist stark. Das ist stark. Okay, ich mache weiter mit meinem Innenverteidiger. Das ist gut. Und es ist wieder ein Silber, das tut weh. Ein paar Golden sind gerade auch vorbeigerauscht. Ich habe gerade einen Bronzespieler bekommen, belastend. Oh, mein Infanterie hat 33 Pace, das ist scheiße. Immerhin steht aber mein Sturm, Alter, mein Sturm steht so gut und ich mache jetzt auch den Innenverteidiger als letzte Position. Mein LM ist auch Gold und warte, du hast gesagt, haben wir den gleichen? Ich habe LM, habe ich Castillo, ja? Ja, ich auch, dann suche ich, warte. Okay, ich ja, ich habe als rechten Innenverteidiger auch den mit 33 Tempo. Oh, dann... Dann suche ich auch nochmal, okay? Weil wenn ja, warte, wir gehen kurz mal auf den Transfermarkt und schauen wir, ob wir es da vielleicht finden. Dann. Ja, ich tue jetzt einfach aktualisieren das Ganze. Und ich habe wen jetzt. Bitte bei mir lädt. Ja, jetzt habe ich auch jemanden. Gut. Okay. Ja. Perfekt, dann würde ich sagen, holen wir uns die Spieler in die Mannschaft und sehen uns gleich wieder. So Jungs, ihr seht schon, unsere Spieler sind jetzt im Team drinnen. Mein Team sieht eigentlich ganz okay aus, würde ich sagen. Der Marco kann ja jetzt mal sagen, was er von seinem Team hält. Ja, meine Hoffnung liegt, glaube ich, auf Gale im Mittelfeld. Sonst ist es eigentlich, ja gut, die Innenverteidigung könnte noch ein bisschen OP sein. Wie viel Chemie hast du denn? Ich habe 30, Cam. Ja gut, ich habe 43. Bin ich vielleicht noch ein bisschen besser dran, aber am Ende wird sich auf den Platz entscheiden. Darum würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt ins Spiel. Let's go. Okay, Freunde, wir gehen jetzt also rein ins Spiel und wie gesagt, vorhin habe ich es ein bisschen verplant, genau zu sagen. Wir haben natürlich auch eine Folge bei Marco aufgenommen. Unbedingt abchecken. Erster Link in der Beschreibung und macht ihm die 4000 Abonnenten voll. Hat er sich auf jeden Fall verdient und sein Team ist richtig zerstört, aber er hat Butland im Tor. Ey, wir haben es einfach geschafft, das den Bale da zu behalten. Ja, und den Sterling. Es ist sehr glücklich. Ja, schon. Okay, gehen wir rein ins Spiel. Let's go. Alter, also dass der Pass aber ankommt. Oh mein Gott. Jawohl. Ey, wie scheiße war das verteidigt. Alter, scheiße. Oh, stark, Sterling, komm. Bring ihn einfach. Schön. Nein. Komm, Bale. Gefährlich. Nein, schieß. Was ist das? So kacke gerade alles, so laggy, es ist so... Oh, mein Akku ist leer, nein, mein Akku ist leer, nein! Komm. Ja, ich bin Ehrenmann, ich warte kurz. Okay, warte, ich glaube es lädt. Okay, kannst du weiterspielen. Oh, schön, Sterling, komm. Nein. Komm. Ich schieß selber, Sterling! Das gibt's nicht. Sterling, nochmal, komm. Das gibt's nicht. Schau, ich weiß doch, dass du dorthin spielst, aber es laggt so hart. Ich habe nur gefühlt, dass er jetzt reingeht. Doch, schau Bonucci jetzt. Bonucci. Super. Gale. Ist das Gale? Ja, nein. Starker Schuss. Ja.
Ey, spiel den doch weg. Da macht Buffon nichts. David. Mitten aufs Tor. Mitten aufs Tor. Ob ich mich schäme? Ja. Oh, Bale. Elfer. Ja. Nein. Ich dachte schon, der geht nicht rein oder so, aber alles klar. Gale hier mit dem Tor. Nice. Ohne. Gale. Oh mein Gott. Oh. Scheiß nein, oh. Butland. Ich hab Fake Shot gedrückt und nicht zu dem Butland zurückpassen. Boah, komm jetzt auf Gale. Mit dem linken. Komm. Oh. Allein wie der erste Pass durchgekommen ist. Es ist so lucky. Das Ding ist drin. Drin, David, es ist drin. Drin. Sei doch einfach leise, Alter. Es ist einfach verdient, ja. Das war ist das sehr lucky. Elfer. Ja, aber er gibt ihn nicht. Er gibt ihn nicht. Nein, schau, hast du das gesehen, wie der wegrennt, der Innenverteidiger? Hätte mir gefehlt, dass er jetzt ins Tor rennt. Ja, wenn der jetzt reingerannt wäre, Alter. Ja, Freunde, ihr seht es. 3:1 gewinnt der Marco. Verdient. Sehr verdient. Es war komplett ausgeglichen. Ja, danke dafür, Digga. Okay, Jungs, wir gehen ins Abstoßen. Ich darf 2 Spieler, ja, vernichten und dann gehen wir da rein. Let's go. Okay, Freunde, ich habe wie gesagt verloren. 2 Spieler darf Marco abstoßen. Ich stelle jetzt noch mal ein bisschen um und dann kann Marco eigentlich auch schon die Spieler sagen. Darf ich? Ja, Mann, ich will. Ihr müsst wissen, Jungs, Bale ist Erstbesitzer. Und Gale will ich jetzt auch nicht unbedingt abstoßen. Sonst ist noch Buffon, 15.000. Bonucci, Erstbesitzer, kostet aber auch so circa 15.000, 10.000 circa so. Ja, und sonst Sterling halt noch und so, aber Alter, ich hab so Schiss, dass du Bale erwischt als Erstbesitzer. Das ist einfach mein Lieblingsspieler. Du stehst ab, dein Rechtsflügel. Okay, das ist Sterling, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Habe ich gekauft für, ja, 3000 Münzen, der darf gehen und ja, eine Karte hast du noch. Ich kann mich nicht zwischen LZM und RZM entscheiden. Alter. Okay. Ist da jemand? Vielleicht. Ich tue es deinen Bailer. Okay. Ja, sag mal. Ich schreibe jetzt auf, wo ich glaube, dass es ist. Aber ich sage, es ist andere und ich wette, es ist falsch. Ich sag, hier ist er. Okay. Okay, und dann sag, was du. Was sagst, sag das, was du sagst. Was ich abstoßen soll. Dein RZM. Okay, LZM wäre Gale gewesen. Alter, da hätte ich 37.000 Verlust gemacht, weil du den für 20.000 abstoßen kannst. Ey, oh mein Gott. Scheiß. Guck, ich hab's aufgeregt, ich hätt's gewusst. Willst du wissen, wo Bale war? Wo? Im Tor. Im Ernst? Das wäre viel zu riskant. Es ist die sicherste Position. Du hast ihn nicht genommen, es hat gepasst. Und sonst war noch Buffon und Bonucci RM und RIV. Ja, das geht doch. Aber ich bin einigermaßen zufrieden. Ja, es ist in Ordnung. Marco hat mich einfach zerstört. Es ist leider so. Ja, komplett verdient, wie wir es schon vorhin angesprochen haben. Nee, es war jetzt nicht unverdient, dass er gewonnen hat, aber vielleicht ein Tor weniger oder so, ja. Wäre ganz nice gewesen. Und ja, Freunde, dann ja, würde ich sagen, war es das mit dem Video. Checkt unbedingt noch die Folge bei Marco ab. Die ist ganz unten, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Unbedingt ein Abo dalassen, macht ihm die 4000 Abonnenten voll. Er hat sich's echt verdient. Und dann überlasse ich dem Marco das Schlusswort. Danke, David, für die lieben Worte. Das ist eine große Ehre, von dir so Worte hören zu dürfen. Spaß. ja, gut, haut rein. Hat Spaß gemacht. Ich habe mal wieder gewonnen. Gegen David bin ich jetzt ungeschlagen. Wenn es so weitergeht, hätte ich eigentlich nichts dagegen, weil irgendwann habe ich da einen ganzen Club abgestoßen. Und sonst wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dann und ciao. Ciao.